Hey, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich hatte gerade den besten Ladebildschirm aller Zeiten. Der hat mich nämlich gefragt, wirkt Ihre Kabine etwas leer? Dann kaufen Sie sich doch ein Haustier. Ich denke, da kann ich mich nicht beschweren. Meine Kabine wirkt alles andere als leer. Meine Kabine ist fast schon ein bisschen überfüllt, wenn ich mir das alles so anschaue, was ich hier gesammelt habe über die Jahre. Wir haben ja letztes Mal Jacobs Mission gemacht und ich habe nicht viel drüber geredet. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, dass Jacobs Vater anscheinend die Frauen als Sexsklaven behalten hat und gehalten hat, sollte ich sagen. Und deswegen will ich es nochmal ganz klar sagen, er hat das gemacht. Und das ist ein ziemlich heftiges Thema für ein Computerspiel. Und eine ganz besondere Art von Böse. Und es war wirklich hart, ihn nicht seinem Schicksal zu überlassen, da unten auf dem Planeten. Es war wirklich hart, ihn zu verhaften. Und ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast, Jacob. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Ich weiß nicht, es ob ist man... vorbei. Ach so, sorry. Ich weiß nicht, dass man das in Ordnung bringen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich in Ordnung gebracht ist. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Das ist meine komplette M.O. Wir sprechen später. Commander. Ich schiebe Leuten solche Gespräche auf. Das ist doch das, was ich tue. Jacob. Warum musst du immer so unnötig schwer sein? Aber ich kann es ja verstehen. Kelly hat nicht mit mir gesprochen. Ich dachte, die redet mit mir. Dann wollen wir nochmal gucken, ob Samara und Fane noch was Neues für mich haben. Denn ich habe ja eine Mission gemacht seit dem letzten Mal. Das heißt, die könnten wieder was Neues zu verkünden haben. Und ich will meinen Leuten Gespräche aufzwingen. Das ist Kazumi. Hallo? Nee, ist nicht Kazumi. Ich bin verwirrt. Das klingt aggressiv. Shepard. Reden wir. Gibt's was Neues? Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Oh mein Gott. Ich habe schon viel erlebt. Ich dachte, es gäbe in der Galaxie nichts Neues mehr. Seit ich mich Ihnen angeschlossen habe, ist mir klar geworden, dass da noch viel mehr ist. Was, echt? Du bist 1000 Jahre alt und hast 400 Jahre lang als Justikarin die schlimmsten Verbrecher aller Zeiten gejagt. Du hast doch bestimmt Sachen zu erzählen. Sie haben auf Ihren langjährigen Reisen sicher sehr viel gesehen. Als Jungfrau habe ich als Söldnerin gearbeitet. Ich habe Tyrannen und Piraten bekämpft und alles erlebt, was die Galaxie zu bieten hat. Als Justikarin habe ich Teile des Ashari-Gebiets gesehen, von denen wenige auch nur wissen. Ich habe Dörfer zerstört und Städte gerettet. Ich habe sogar einmal gegen einen Spectre gekämpft. Was hast du gegen Dörfer und warum rettest du Städte? Ich würde das genau andersrum machen. Städte zerstören und Dörfer retten. Ich habe auch einmal gegen einen Spectre gekämpft. Ich auch. Sogar zweimal, wenn ich genau bin. Warum haben Sie einen Spectre bekämpft? Es war ein Turianer namens Nihlus. Er war möglicherweise im Auftrag des Rats tätig, aber ich habe beobachtet, wie er einen unbewaffneten Zivilisten getötet hat. Dem Kodex gemäß habe ich ihn angegriffen. Ah, okay. Ich kannte den Kerl. Er machte den Eindruck eines ehrenhaften Turianers und er war ein guter Spectre. Vielleicht auch nicht. Unbewaffnete Zivilisten zu töten ist jedenfalls falsch. Ja, wer hat gewonnen, ist eine gute Frage. Nihlus wurde ja von Saren umgebracht. Und du hast anscheinend auch überlebt. Also hat niemand gewonnen. Wie ist der Kampf ausgegangen? Ich war im Vorteil. Aber er war wirklich gut. Er hat das Feuer erwidert und versuchte zu fliehen. Wir haben dann 2 Wochen lang in der Wildnis Katz und Maus gespielt. Es war berauschend. Am Ende führte er eine Situation herbei, in der ich entweder ihn verfolgen oder einen Unschuldigen sterben lassen konnte. Wegen des Kodex musste ich den Unschuldigen retten und Nihlus ist entkommen. Ich bewundere, wie clever er meinen Kodex gegen mich eingesetzt hat. Ah, wunderbar. Das kennen wir. Das kommt mir bekannt vor. Das ist Saeds Loyalitätsmission, ein bisschen zumindest. Wo Saed eine Situation herbeigeführt hat, wo wir entweder Unschuldige sterben lassen müssen oder den anderen verfolgen. Andersrum. Du weißt, was ich meine. Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Auch wenn ich mich unklar ausdrücke. Das klingt immer wieder so anklagend. Sie haben kaltblütig getötet. Aber ich denke mal...
Shepard kann das gut ausdrücken. Und ich... Es würde auch nicht 2 Wochen dauern, gegen Shepard zu kämpfen. Dafür habe ich überhaupt nicht die Geduld. Als wir uns trafen, haben sie gerade eine Söldnerin getötet, die keine Chance gegen sie hatte. Diese Söldnerin war bewaffnet. Außerdem habe ich ihr einen Ausweg aufgezeigt, aber sie hat das ignoriert. Ja, okay, das stimmt. Die war bewaffnet und irgendwie auch eine Bitch. So, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wahrscheinlich fangen wir an als Söldnerin. Klar, das ist ja der Anfang. Wie war es, Söldnerin zu sein? Ich war jung und impulsiv und hatte gerade mein Talent für den Kampf entdeckt. Ich habe förmlich darin geschwelgt. Bis zu dem Tag, als meine Truppe angeheuert wurde, eine geheimnisvolle Ladung auf dem Weg zu einer ebenso geheimen Landungszone zu beschützen. Ich fand heraus, dass es sich bei der Ladung um Sklaven handelte, die im Austausch gegen neue Technologien für die Kollektoren bestimmt waren. Wow, das ist ganz schön lange her. Wenn die erst, also sie war ja 400 Jahre mindestens Justikarin und in ihrer jungfräulichen Zeit, was total lustig klingt, war sie Söldnerin. Und da waren die Kollektoren schon aktiv und haben sich Sklaven gekauft. Sie haben den Sklavenhandel unterstützt? Ich war in meiner närrischen Jugend an so manch fragwürdiger Aktion beteiligt. Aber nie an etwas offensichtlich Kriminellem. Ich habe verlangt, dass wir umdrehen. Meine Kameraden waren anderer Ansicht. Als sie tot waren, wendete das Schiff. In dem Moment trafen die Kollektoren ein. Sie näherten sich schneller, als ich fliehen konnte. Zum Glück waren wir in der Nähe des Massenportals. Ich kam durch und sie sind mir nicht gefolgt. Okay, du hast also auch schon eine Hintergrundgeschichte mit den Kollektoren. Ich frag mich, ob der Unbekannte das wusste, als er mir dein Dossier gegeben hat. Was haben Sie mit den Sklaven gemacht? Ich habe ihnen einen Vortrag über die Vorteile von Stärke und Selbstverteidigungskenntnissen gehalten. Dann habe ich Panzerung, Waffen und Credits meiner toten Kollegen an die Gefangenen verteilt und sie auf der Citadel freigelassen. Die sind wahrscheinlich schon lange alle tot. Ist schließlich eine Ewigkeit her. So, und ja, ein Dorf zerstört. Da ist die Frage, hat sie das als Justikarin getan oder als Söldnerin? Warum sollten sie ein ganzes Dorf zerstören? Ich habe die Spur von Marinz bis zu einer abgelegenen Kolonie verfolgt. Sie hatte eine ganze Siedlung unterworfen, ließ sich anbeten und junge Asari als Opfer bringen. Als ich ankam, floh sie und hetzte ihre Anhänger in Wellen auf mich. Sie haben ihr mit ihrem Leben etwas Zeit verschafft. Als es vorbei war, waren nur noch kleine Kinder übrig. Ich übergab sie den Behörden und setzte die Verfolgung fort. Meine Fresse, das klingt wie eine Standardmission von Commander Shepard, wenn er irgendwo hinkommt. Die Bösewichte hetzen ihre ganzen Unterlinge auf ihn und er tötet am Ende alle. Wie waren Ihre Jahre als Justikarin? Hauptsächlich ermüdend und strapaziös. Auf Frachtern reisen, durch die Provinz ziehen und das Unrecht ausmerzen, im Kleinen wie im Großen. Korrupte Beamte beseitigen. Wenn ich in einer abgelegenen Gegend ankomme, werde ich oft angesprochen und auf Unrecht aufmerksam gemacht. Meine Beurteilung der Lage fällt allerdings selten so aus, wie erhofft. Dass du oft angesprochen wirst, kann ich mir vorstellen. Wie bezahlen Sie für den Transport zwischen den Welten? Asari-Captains nehmen Justikarinnen meist gern mit. Dann gibt's weniger Piratenüberfälle. Ein Überfall wurde mal offiziell abgesagt, als den Piraten bestätigt wurde, dass ich an Bord war. Oh, das muss schade gewesen sein. Da hattest du schon die Waffe poliert und rausgeholt und dann ist nichts passiert. So, damit haben wir das abgearbeitet. War sehr interessant wieder. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Es wird mir eine Ehre sein, bis zum Ende an ihrer Seite zu kämpfen. Das klingt wirklich endgültig. Glauben Sie, dass wir alle sterben werden? Sie haben eine starke Truppe zusammengestellt. Aber wir treten gegen einen unbekannten Gegner an. Was auch kommt, ich bin bereit dafür. Aber ich werde mich nicht selbst belügen, was unsere Chancen angeht. Ach, wir werden das schon schaffen. Solange wir aus dem Schiff rauskommen und einen Bodenkampf machen können mit den Gegnern, haben wir kein Problem. Wir werden diese Mission zu Ende bringen, und zwar lebend. Hoffentlich behalten Sie recht. Oh, das war komisch. Die ist auf mich zugelaufen. Ich hatte kurz Angst. Mir passiert irgendwas. Man weiß ja nie. Ich mag Samara. Samara ist toll. Ich hätte sie viel früher in meine Gruppe holen sollen. Die macht eine Menge Spaß. So, bei Fane wusste ich, der hat noch was Neues mir zu erzählen. Brauchen Sie etwas? Ja, du hast nämlich letztes Mal nicht mit mir geredet. Oder nicht in der Ausführlichkeit, in der wir das wollten. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis.
Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Ach ja, okay, cool. Cool, cool, cool. Kann man nie komplett widerlegen. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren? Ja, kommt auf die Zunge an. Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, denen man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Wenn ich überlege, der Drell bei Liara, beim Shadow Broker, der ewig gehalten gefoltert worden ist, der hat wahrscheinlich ein paar Probleme jetzt. Ist das nicht eine zu private Erinnerung, um darüber zu reden? Verzeihung. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mein Leben Revue passieren zu lassen. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Ja, okay. Das hätte ich zuerst sagen sollen, in Bezug auf die Zunge und was auch immer alles. Erinnern Sie sich an alles, was in Ihrem Leben geschehen ist? Fast. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg. An das Geburtstrauma? Habt ihr echt so eine schwierige Geburt? Oder, na gut, Geburtstrauma. Trifft's wahrscheinlich schon, aber wir würden es nicht so nennen. Aber das sage ich als jemand, der nie eine Geburt machen muss. Also zumindest nicht mehr. Ich habe meine hinter mir und ich werde auch nie ein anderes Menschenwesen gebären. Wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, wird das nie passieren. Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Ist das in Ordnung für Sie? Na gut, es war schon immer so für ihn. Also von daher, ihr seid eine ganze Spezies, die sich daran gewöhnt hat anscheinend. Ihr seid halt anders. Es ist so, als würde man einen Hund fragen, ob es für ihn in Ordnung ist, auf vier Beinen zu laufen. Natürlich ist es für ihn in Ordnung. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn sie jemanden erschießen, ist dann ihre Waffe dafür verantwortlich? Ja, okay. Das ist ein guter Punkt, Shepard. Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es, aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Ich finde diese Trennung ein bisschen eigenartig. Du trennst den Körper vom Geist und... Ich meine, wir machen das auch gerne, aber das ist Quatsch. Wenn ich mich körperlich verändere, dann verändert sich mein Geist und mein Geist kann in begrenztem Umfang meinen Körper verändern. Das ist seltsam, ja, unverantwortlich. Du solltest es wenigstens so tun, als hättest du einen freien Willen. So wie ich. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Ja, und ich glaube daran überhaupt nicht. An diese Trennung von Körper und Seele. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das noch wir gehen einfach weiter mit dem Text. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert. Mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das.
Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürze im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Wow, eine Passantin? Wer würde denn sowas machen? Was war das für eine Zielperson? War das Justin Bieber? Oder warum hast du dich davor geworfen? Das finde ich völlig unverständlich. Als Passantin. Ich meine, wenn du im Secret Service bist oder bei der Polizei, da kann ich das verstehen, aber... Das ist doch super ungewöhnlich. Es war seltsam, wie das so aus ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Drell... Nicht, nein. Sie war eine lebhafte Person. Was ist dann passiert? Haben sie geschossen? Nichts an jenem Tag. Okay, können wir das nochmal hören? Bei unserem letzten... Ja, okay, nein, will ich nicht. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen... Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Oh, da könnten wir gut... Das ist nochmal interessant. Ich dachte, der Dialog wäre jetzt tatsächlich vorbei. Ihre Spezies ist interessant. Super, das stimmt. Ich würde ihn fragen, ob er mit seinem Sohn nochmal gesprochen hat. Vielleicht führt ja das dahin. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Ja, okay. Das ist wieder mal so eine Option hier. Das sind wieder Optionen, die gefallen mir. Von der Wahl. Hier könnte ich ihn entweder ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen, dass er ein guter Mann ist. Er ist ein netter Gesprächspartner. Aber ich glaube nicht, dass ich mit jemandem, der sich als Waffe sieht... Da habe ich zu wenig Gemeinsamkeiten zu. Ich glaube, dem könnte ich... Das funktioniert nicht. Wir klicken nicht, wir beide. Völlig andere Vorstellung vom Leben. In dieser Crew sind so verschiedene Leute, da haben sie bestimmt mit einigen was gemeinsam. Verlassen Sie mal diesen Raum und reden Sie mit ihnen. Ich werde darüber nachdenken. Ich werde sie nicht aufhalten. Okay. Könntest du auch gar nicht. Ich habe schließlich meine Waffe dabei. Ich bin als Captain der Einzige, der die mittragen darf, wo auch immer hin er geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.